So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Q&A-Folgen-Ding, wie auch immer wir das nennen wollen, jedenfalls im PC Building Simulator. Ich guck mal, ob neue Fragen von euch raus sind. Ich bin ehrlich, bin nicht vorbereitet. Das erste Frage-Video, das kam aber auch erst vor anderthalb Stunden online, oder anderthalb Viertelstunden besser gesagt. Nehmt mir das also nicht zu übel, schon mal rein. Kommentar, einer ist schon da, ja. Ist das die Frage? Das ist die Frage. Nein, das ist keine Frage. Aber es macht ja nichts. Wir haben hier vom letzten Mal noch Fragen. Und zwar Spielewünsche, da stehen sie drin. Warum auch immer bei Spielewünsche nicht bei Fragen reingeschrieben wurden. Genau, wir fangen mal an mit einem, die. Ja, die etwas aufwendigere ist, und zwar, was denn wichtig ist für einen Streaming-PC. Bei einem Streaming-PC kommt es drauf an, für was oder wo ihr streamt. Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Instagram, was es halt so alles gibt. Auf Twitch, da kommt es halt drauf an, welche Komponenten da am meisten beansprucht werden. Also ob die CPU oder die GPU beansprucht werden. Meiner Meinung nach fährt man am besten, wenn man eben es beide Komponenten sehr hoch hat, also sowohl die CPU als auch die GPU, damit man auch spontan wechseln kann, wenn man dann auf einmal auf YouTube streamen möchte und nicht mehr auf Twitch. Da kommt es halt eben auch auf die auf die Bitrate an, die beim Übertragen verwendet wird. Die ist bei Twitch aktuell oder eigentlich schon immer besser als wie auf YouTube. Ich meine aber, dass Twitch nur die CPU benötigt, was es für Streamer, die in AP oder für Gamer, die ein APU-System haben, den Einstieg für Streaming definitiv erleichtert, also wie auf YouTube. Denn da wird auch eine Grafikkarte mehr oder weniger benötigt. Anyways, ein Streaming-PC, der nur dafür da ist, das Signal ins Internet zu senden, finde ich auch ein bisschen unnötig, sag ich mal so, weil was bringt dir ein PC, der eigentlich nur dafür da ist, dass dein Signal ins Internet kommt? Das würdest du auch mit einem schaffen. Wir reden hier also gerade von einem Dual-System, sprich einem PC, den du für dein Game hast, wo du zu oft zockst, wo du mitquasselst, dein Mikrofon und alles dran ist. Der ist dann mit einer Capture-Card mit dem Streaming-PC verbunden, der nur dafür da ist, dein Signal ins Internet zu stellen. Finde ich ein bisschen überflüssig, da einen extra PC zu haben. Klar, für die Performance im Spiel ist es besser. Allerdings kann man ja auch diesen Streaming-PC für mehr verwenden. Ich zeige euch mal das Gehäuse. Was ich jetzt in dem Beispiel hier verwende, ist EVGA DG86 Full Tower. Jetzt sehe ich das kleine Gehäuse, aber auch kein schlechtes. Genau. Also der Streaming-PC soll meiner Meinung nach eben nicht nur dafür da sein, ein Streaming-PC zu sein, sondern eben auch. Wenn man zum Beispiel Stream-Highlights auf YouTube hochlädt, dann kann man die. Dann kann man die auch auf dem PC dann gleich schneiden, wenn man sich den Stream einfach darauf runterlädt. Deswegen ist mir persönlich bei einem Streaming-PC auch der Speicherplatz immer ganz wichtig. Ich denke mal, 3 TB sind da genug. Und es sollte auch einigermaßen schnell gehen. Deswegen gehen wir nicht mit HDDs. Wer mehr Speicherplatz haben wir gelernt. HDDs brauchen länger, weil das da auf eine CD mehr oder weniger geschrieben wird. Deswegen auch eben so ein Kasten. Wir gehen mit SSDs hier. In dem Fall mit Team Group. Keine NVMe-SSD, sondern normale SSDs übrigens noch. Team Group T-Force, Delta. Die normalen irgendwie. Da, mit 1 TB pro Stück. Kommt da rein. Da oben. Da drüber. Das ist ein Gehäuse, wo auch viel mehr Speicherplatz zur Verfügung noch stehen würde, aber das seht ihr dann in unserem Case-Duell. Was sind Speicherplatztechnik hier noch? Und dann ist da 2 HDD-Slots, noch ein SSD-Slot, da nochmal 8 HDD-Slots zum Beispiel. Ja, eine Menge ist hier also möglich. Ich muss noch schnell was anpassen. So. 3 TB an Speicher, das sollte reichen für Streams. Ich denke also mit 3 TB, je nachdem wie lange die Streams gehen, klar. Aber so ein normales Stream zwischen 6, 8, 10, 12 Stunden, da kriegt man keine 3 TB voll. Und da hat man auch noch genügend Platz dann für die Programme. Dann, wie eigentlich Standard bei mir, man geht mit einer AMD-Plattform. Ich kenne mich eben mit AMD besser aus und Intel, ja. Ich will euch nichts Falsches erzählen, deswegen bleibe ich bei AMD da, weil ich mich da einfach etwas besser auskenne, was die ganzen Bezeichnungen angeht. Deswegen eben eine AM4-Sockel-Plattform, also AM4, das ist der Sockel, wo die AMD-CPUs drauf laufen.
Gaming. Wi-Fi, ein SATX-Board. Ist ein groß genuges Gehäuse, da braucht man also kein Mini-ITX-Board oder sonst was. Man könnte jetzt noch ein VMe-SSD hier installieren für die Streaming-Programme, aber man hat 3 Terabyte, ich sag mal 1,5 Terabyte für die Streams reichen, 1,5 Terabyte für die ganzen Programme und dann hast du immer noch 1 Terabyte an zusätzlichen Sachen übrig, falls du irgendwie noch was brauchst. Deswegen denke ich, ist das ganz ausreichend. Dann CPU-technisch, da gehen wir mit der aktuell wohl besten CPU, die es von AMD gibt, was Streaming angeht. Nein, kein Threadripper, seht ihr ja schon hier am Sockel, da passt kein Threadripper drauf. Das ist ein Ryzen 9950X, das ist so die CPU, die man jedem Streamer empfehlen könnte, sag ich mal. Natürlich Windows auch noch drauf, deswegen der USB-Stick hier. Also wenn eine CPU für Streaming mainly, dann der Ryzen 9 5950X ist die CPU für jeden Streamer, sag ich mal. So, RAM. Man hat ein graues Gehäuse, klar könnte man mit einem schwarzen Bild gehen, aber graues Gehäuse, graues Mainboard. Warum dann nicht weiße RAM-Sticks? Klar, wenn Optik einem wichtig ist, kann man da natürlich eben auch auf die RAM-Sticks, gucken, so wie ich es jetzt eben tue. Ansonsten reichen da ganz normale ohne RGB, also da braucht man keinen viel Schnickschnack, wenn es wirklich, er ist eigentlich für sich wirklich nur zum Arbeiten da. Aber es gibt auch genügend Leute, denen dann Optik auch beim Arbeiten wichtig ist, deswegen habe ich auch in unserem Previous Build hier, hier in unserem Test Build, nenne ich es jetzt einfach mal, auch auf den RAM geguckt. Da kommt G-Skill Trident Z Royal rein in Silber. Mit 8 GB und 3200 MHz Taktgeschwindigkeit bei Ryzen Prozessoren am besten mit 3200, 3600. Ja doch, 3600 MHz ist das Beste, passt schon. Ist ja jetzt hier nicht vorhanden. Also 3600 MHz, damit kommen die Ryzen Prozessoren am besten klar, für jeden, den Optik wichtig ist. Hatte jetzt silberne Sticks, die mit dem Grau ganz gut passen und halt auch RGB haben. Also in der Hinsicht können wir beide Seiten ganz gut unterstützen, was das angeht. Natürlich auch eine Facecam wichtig. Viele gehen mit richtigen Kameras aus dem per USB dann verbunden. Weiß nicht, ob das so überhaupt nötig ist. Also ich kenne, es gibt Elgato und Logitech zum Beispiel, zwei Firmen, die gute Facecams produzieren, wo eben dafür ausgelegt sind. Von Elgato, die ist zum Beispiel in 4K möglich mit 60 FPS. Weiß nicht, ob man so High Quality überhaupt braucht im Streaming, aber es wäre möglich und da braucht man eben kein riesen Ding. Wenn man wenig Platz hat, sind sowieso so große Kameras immer etwas beschissen. Und deswegen eine Elgato Facecam oder eine Logitech G912 oder wie die heißen, ich weiß es nicht, kann man empfehlen. Würde ich behaupten. Kopfhörer. Ja, auch so eine Sache, warte mal, kann ich die haben hier, genau da. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Schauen wir mal. Nein, gibt es nicht. Egal. Es gibt so von Bose ganz gute Kopfhörer, ich glaube Quiet Comfort. Heißen die? Ich glaube Quiet Comfort 35, 45, irgendwie sowas heißen die. Die sind ganz nice, Noise Cancelling mit USB, sag ich mal, mit Bluetooth. Also du hast sprich auch kein Kabel im dann vom Gesicht hängen, was fürs Bild. Für einige ist das wichtig, ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan von Kabel, weil ich da immer Knoten reinkrieg. Deswegen USB-Kopfhörer für mich ganz nice. Ja, die haben auch Kabel, ich weiß, aber ja. Dann, was für einige Streamer auch wichtig sein könnte, vor allem wenn es Playstation oder Xbox-Spieler sind, braucht man natürlich auch eine Capture-Karte. Capture-Karten sind dafür da, dass du eben deine Playstation, deine Xbox oder was es sonst noch so für Konsolen gibt, am PC anschließen kannst und somit das Signal auf dem PC hast, um dein Bild von der Playstation oder von der Xbox auch streamen zu können. Kommt man auch im Gaming-PC, aber dann hat man einen noch größeren Delay, weil man zwei Capture-Karten hat. Deswegen würde ich in einem Streaming-PC eine Capture-Karte empfehlen, an diese Capture-Karte man dann direkt die Playstation, die Xbox, was weiß ich, dran hängt, um dann eben weniger Delay zu haben in der Übertragung. Ja, die wäre hier dieser PCI-Slot, ich habe kurz den Namen vergessen davon, wäre dann die Fläche für den
Capture Card, die wäre dann so. Hier so wäre die dann drin. Natürlich braucht man Stream-PC, aber auch, oder nicht natürlich, aber wenn man Streamer ist und wie heißt's? Ja, wenn man streamt mit dem APU-System auf Twitch, würde definitiv funktionieren. Auf YouTube weiß ich nicht. Wenn man aber spontan mal wechseln muss, dann braucht man eben auch eine Grafikkarte. Sicherheitshalber einfach. Deswegen geben wir hier auch mit EVGA, dass einfach alles einen schönen Lauf hat, dass viel von EVGA ist. Finde ich immer ganz nice, wenn das Gehäuse und alles, größte Teil, was da drin ist, von das vom selben Hersteller ist, also Gehäuse ist, und Grafikkarte davon jetzt zumindest schon mal. Es gibt keine CPUs von EVGA, es gibt auch keine RAM-Sticks von EVGA. Deswegen, so wie es ist. Für Stream weiß ich nicht, ob man unbedingt das Top-Ende braucht, aber wenn man es schon hat, dann kann man auch mit einer 3090 gehen. Vielleicht ein bisschen Overkill, ja, aber finde ich jetzt in erster Linie nicht schlimm. Man kann ja auch immer, also sprich, hier wird eine Grafikkarte und hier drunter die Capture-Karte. Da wäre dann hier auch die Anschlussstellen dann für die Xbox PlayStation Kabel geht dann da, wie ihr hier seht, da hinten durch, weil hier sind noch zwei Lüfter dann davor. Für Airflow ist das ein ziemlich nices Gehäuse, wie ich finde, weil du echt viele Lüfter unterkriegst und sehr geschlossen ist, dass der Luftstrom sich sehr gut selber zirkulieren kann. Monitore, klar, beim Streamer ist es ein Top-Dual-System, hat dann reicht ein Monitor pro PC. Da hast du auf dem Streaming-PC dann halt dein Chat-Programm noch offen, kannst den Bildschirm mit einer Bildschirmhalterung, Arctic zum Beispiel, fällt mir da ein, die Z1, kannst du da den dran und den so neben deinen Gaming-Rechner ziehen, dass du das dann alles schön siehst. Mousepad. Wenn man haben will, nimmt man eins dazu. Stream Deck würde ich auch an den Stream-PC, dass man halt wirklich alles, was den Streaming an für sich betrifft, auf dem Stream-PC hat. Deswegen das Stream Deck auch auf den Stream an dem Stream-PC anschließen. Je nachdem, was wie viel man da halt braucht, kann man ja dann bei Elgato gucken. XL, XXL, was es da halt alles gibt. So. Je nachdem, was man halt braucht. Tastatur, Maus, was man halt da will. Corsair. Auto was ganz Gutes immer, glaube ich, so. Aber gut, bleiben wir beim PC. Lüfter kommen da natürlich auch noch rein. 320er Lüfter und zwar, jetzt muss ich nochmal kurz nachlesen. Hier in die Front, glaube ich, kommen die in dem Fall. Und zwar auch von, nicht von EVGA, da gibt es nämlich, ja, da gibt es Lüfter von, ne, es gibt keine Lüfter von EVGA, oder? Ne, EKWB ist das, passt schon. Es gibt auch keine Lüfter, deswegen gehen wir mit Antec hier. Die Antec Prism 120, die sehen optisch nice aus, weil es einem optisch wichtig ist und haben auch eine gute CVM mit 45. Die 120 Lüfter nicht das schlechteste. Ich behaupten. So, kommen hier vorne rein, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Und hier haben wir eine. Ups, Kabel mal später. Jetzt ist ja auch nicht drin. Hier vorne haben wir eben auch noch zwei Lüfter-Slots. Da kommen 140er Lüfter rein von Corsair und zwar die AD140. Die passen optisch ganz gut ins Gehäuse mit diesem Grau und halten da guten Airflow rein. So kann man dann so zumachen. Dann sieht das ganz nice aus. Man könnte 120er, warum sollte man 120er nehmen, wenn der Platz da ist, ne? Dann Prozessorkühlung dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da kommt dann wieder EVGA ins Spiel. Und zwar mit einer AIO und zwar der CLC 280. Das sind eben 240 mm Radiatoren, die auf diese AIO verbaut sind. 140 plus 140 sind 280, easy. Ja, so sieht das dann aus, wenn alles drin ist. Und auch fehlt noch was, das Netzteil nämlich. Und auch da können wir mit EVGA gehen. Wenn man sich mal zusammenrechnen will, wie viel Strom man ungefähr braucht, sind das 650 Watt in dem Fall. Supernova. Ups, habe ich vergessen. Es reicht und man kann auch alles nötig upgraden, auch wenn man da nicht viel zum Upgraden hat. Ist das CPU, das kann man noch vorschieben, falls man die Kabel dann so verstecken will. Ja, genau, das habe ich schon alles angesprochen. Wenn ich es verkabel, kann ich ja nur andere Sachen besprechen, klar, erstmal Kabel selbst. Es gibt von Lian Li so Streamer-Kabel und die sehen ganz nice aus, weil die eben RGB haben. Wenn
Wenn einem die Optik wichtig ist, ist es bestimmt ganz nice. Klar, man kann an die Bildschirme und das Gehäuse noch LED-Stripes rankleben, aber brauchen wir hier im Spiel nicht. Kabel kann ich euch einfach mal ein Beispiel zeigen. So Regenbogenkabel, das sind halt unsere RGB-Kabel. Sage ich einfach mal. Okay, die gibt es gar nicht, oder? Oder bin ich blind? Warte mal. Und einfach so machen. Ah, so jetzt. Ich habe die doch hier schon gesehen mal. Es gibt doch so Regenbogenkabel. Bin ich jetzt blind? Ah doch, da. Eigentlich gesehen. Ja. Machen wir da. Also, Mikrofon, klar, ist immer wichtig. Das eins der wichtigen Sachen für Streamer. Gute Qualität habe ich jetzt mit einem Headset-Mikrofon, denke ich, auch einer der besseren Qualitäten für Headset-Mikrofone hier, weil es jetzt auch nicht das billigste Headset ist. Und ich bin mit dem sehr zufrieden, muss ich euch sagen. Allerdings, wenn man mainly Streamer ist, oder dann 6, 7, 8 Stunden da, dann werden Headsets auch mit der Zeit anstrengend. Deswegen ist ein Mikrofon, also ein externes Mikrofon sinnvoll. Ich würde da zum Beispiel den Elgato Wave 3 empfehlen können. Das ist ein Standtischmikrofon. Da kann man es dann auf den Tisch vor sich stellen. Hat es nicht in der Kamera hängen, was für viele, wenn die Optik wichtig ist, auf jeden Fall empfehlenswert ist. Und dann Greenscreen muss man wissen, ob man sowas braucht oder nicht. Ist definitiv nicht schlecht, weil dann kann man eben sich irgendwie so an, keine Ahnung, an die verrücktesten Orte setzen oder halt einfach mehr vom Bild zeigen und weniger von seinem Raum. Ups, Stoppbilder fehlen auch. Ah ne, hat er gar nicht, ups. Ja, wenn man seinen Raum nicht zeigen will, ist das ganz super. Ich könnte auch darauf verzichten, aber gut. Dann braucht man auch ein, ich hoffe, Facecam. Läuft die noch? Ja, läuft noch perfekt. Wenn man Streamer ist, beim Mischpult, ein Spiel wechselt im Stream, muss man Audio höchstwahrscheinlich auch immer neu einstellen. Deswegen ist ein Mischpult nicht ganz schlecht. Da kann man dann das ganz gut anpassen oder schnell auch anpassen. Weil es kein großes ist, kann man auf dem Schreibtisch gut platzieren und man hat vier. Drei Output-Kanäle, zwei Mikrofonanschlüsse, Stereo, ja. Das TC Helion Go LXR Mini heißt es. So, das sieht doch mal alles. Beim Starten. Genau. Da kann man, es sind genügend Anschlüsse dran für Mikrofons und so weiter. Ja. Wie gesagt, Streamer-PC. An dem man dann eben auch seine Stream-Highlights direkt schneiden kann, wenn man das möchte. So, da unten sieht man nochmal das Gehäuse von vorne. Hier mit den Lüftern hat es was von hinten komplett schwarz. Kann man also auch unter dem Schreibtisch stellen von vorne. Man sieht nicht viel, aber das, was man sieht, leuchtet meistens. Und das. Jetzt sind alle so auf Regenbogen gestellt, sieht uns vielleicht ein bisschen dunkel. Ja, die Lüfter, das sieht so verrückt aus. So sieht man es alles. Wenn man es auf dem Schreibtisch stehen hat, ist auch nicht schlimm. Ja. So viel zum Gehäuse an für sich. Die AIO könnte vielleicht etwas underpowered sein, aber wie gesagt, es ging halt darum. 45 Grad im Idle. Ging halt darum, dass es viel EVGA ist. Man kann da, keine Ahnung, NZXT mit 360 oder 420 mm sollten da oben auch noch anpassen. In dem Bild ging es jetzt einfach bloß darum, dass viel von EVGA ist, dass einfach thematisch gut passt. Und dass man dann eben. Ja, 71 Grad, das sind keine guten Temperaturen. Als 16 kleiner hat die CPU, deswegen haben wir die GPU-Temperatur hier unten dann stehen. 70 Grad ist definitiv nicht gut. Wie gesagt, da kann man mit anderen noch, da ging es jetzt an dem Testbild einfach bloß darum, upsala, einfach bloß darum, dass man
viel von EVGA verwendet. Warum kein SLI bei einem Streaming-PC? Ich weiß nicht, ob die ob die Streaming-Seiten auf SLIs verbündet zugreifen können. Ich vermute aber mal fast nicht. Klar, wenn man den PC, so wie es jetzt angedacht ist, auch für für Stream-Highlights verwendet, dann SLI ja, weil beim Schneiden, da können die meisten Programme können auf SLI zugreifen. Dann Preis kann ich euch auch noch sagen. Ich habe da in dem Bild jetzt, also Endpreis wird mir 7300 angezeigt. Ich habe in diesem Bild aber auch noch ein Gaming-Stuhl drin, ein iFixit Toolkit, Windows logischerweise, Greenscreen-Mikrofon, Hintergrundbeleuchtungen, sowohl die Xbox als auch die PlayStation, was aktuell 1300 € sind, wenn man Mikrofon und so weiter alles rausrechnet noch. Also zwischen 3.000 und 4.000 € hat man hier einen Stream-PC, den man dann auch für Schneiden gut verwenden kann. Muss auch dazu sagen, das Gehäuse ist aktuell nicht vorhanden. Das andere sieht, glaube ich, so aus, ob es vorhanden wäre. Ja, nur das Gehäuse ist aktuell nicht vorhanden. Ich denke aber mal, damit kann man leben. Das findet man bestimmt auch an anderen Seiten, so Score Star 17.351, 13.000 von der CPU, 18.000 von der GPU. Naja, wie gesagt, Temperaturen mit der IO nicht perfekt, da kann man definitiv eine andere nehmen. Aber gut. Ja, was noch wichtig, ein Budget-Bild mit einem 1.000-Euro-Bild können wir noch gehen, das war auch noch ein weiterer Vorschlag. Da können wir auch mal gucken, ob wir es im Spiel schaffen mit so wenig wie möglich unter 1000 zu bleiben. Mal gucken, was man denn so finden. Ich mache das ja einfach mal spontan. Ich denke, das Antec ist nicht das teuerste. Ja, auf 53 €, man hat einen Lüfter schon drin. Den können wir auch drin lassen. Bei besser Budget-Builds muss man auch immer berücksichtigen, es ist nicht die Optik, die entscheidend ist, sondern dass es billig ist und funktioniert. Ob Platine, mal gucken. Mini ITX, denke ich mal, wird das sein dann. Ja, vier haben wir. Ja, wohl muss nicht mal Mini ITX sein, es ist auch Micro ATX und SATX vorhanden. Nehmen wir einfach mal das. Ja, 100 Dollar, wie es hier im Spiel ist, Intel-Plattform. Kann ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. APU, klar. Für ein Budget Gaming PC ist eine APU definitiv von sinnvoll. Ich will aber trotzdem mal probieren, mit einem GPU-System 1000 Dollar hinzukriegen. Aktuell sind wir bei 300. Speicherer. Ja, da reichen zwei Sticks, gehen wir mit 8 GB, die reichen für normales Gaming, reichen 8 GB an RAM definitiv. Das heißt, zwei kommen rein. Ich hoffe, dass ich die richtigen Slots jetzt habe, 35 Dollar für so ein Ding, das passt schon. Grafikkarte da, bin ich jetzt gespannt. Kann man im Spiel hier mit einer, ja komm, eine 750 Ti, GT 1030, ja gut, ob man die heute noch so verwenden würde, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal auf 200. Oh, ich würde eine 1050, weil mit der kann man eigentlich heutzutage auch noch alles spielen. Ja, nehmen wir die von EVGA mal. Mal schauen, was kosten die. Da 165. Ja, wir werden es ja dann im Geiz jetzt nochmal nachgucken. Ob es möglich ist, Festplatte. Klar, wenn man da mit einer HDD geht, spart man nochmal. 500 GB für normale Gamer. Sollte reichen. Kann ja trotzdem noch mal. Ja, da findest du. Obwohl, es gibt auch SSDs. Ich weiß ja nicht mehr, nochmal 120 GB SSD mit. Warum nicht, ne? Netzteil dann. Muss man halt aufpassen, dass man keinen China-Böller nimmt, aber ich denke, es gibt auch hochwertige für ein wenig Preis-Adapter hier. Nehmen wir mal das. Wir sind bei 842. Prozessorkühlung
Alter, welchen? 100er CVM. Ich denke mal, das könnte reichen. Lüfter 3 Stück, obwohl wir können oben auch noch welche einbauen. Mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall was. CVM ist wie gesagt wichtig. 77, 77. Ich denke nicht, dass wir mehr als 77 CVM finden werden bei einem 120er Lüfter. Achso, ist 140. Haben wir aufgepasst. 69 CVM sollte trotzdem reichen. Klar, die haben keine RGB und optisch. Aber das kann man bei einem. Man bräuchte nicht so viele Lüfter, aber wir haben noch ein bisschen Platz nach oben. 13 Dollar pro Lüfter. Huch, ist der falsche. Man könnte auch weniger nehmen und dann mit RGB, wenn einem die Optik wichtig ist. Aktuell sieht es halt eher etwas kauderwelschig aus, aber gut, es ging halt nur darum, billig zu bleiben. Ja, und wir sind auch hier im Spiel unter 1000 Euro geblieben. Dollar. Okay, die Lüfter haben keinen Anschluss. Ah doch, jetzt haben alle einen Anschluss. Gehäuse noch. Holzanbau nebenbei. Und dann können wir hier mal einen Benchmark schnell machen. Gucken, was dabei herauskommt. Nebenbei schnell noch den PC wieder zusammenbauen. Ich denke aber nicht, dass wir in Geldsize auf denselben Preis kommen werden wie hier im Spiel. Ich lasse mal den Benchmark durchlaufen und dann hätte ich nebenbei schon mal die Konfiguration, die wir hier haben, auf Geizhals mal nachgucken. So, da haben wir die fertige Konfiguration, 953 Euro haben wir hier. Gehäuse 5 Euro teurer, weil es das DR500 nicht gibt, deswegen das P8 drin. Lüfter 5 drin, ein vorne 3, obwohl da reichen 4, aber 8 Euro sind 8 Euro, das macht nicht so einen Unterschied. Ansonsten Mainboard an, Grafikkarte habe ich eine 1050 Ti von MSI, weiß nicht, ob die von EVGA selber kostet. So sähe dann die Konfiguration aus und ich hoffe, dass heute euch dieses Video weiterhelfen konnte und wir sehen uns nächste Woche, am Freitag wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao, ciao.